In aller Herrgottsfrühe startete ich meinen Laptop und begann zu arbeiten. Mein Mail-Postfach quoll über, ich stöhnte auf und beschloss, mir erst einmal einen Kaffee zu kochen. Mit der warmen Tasse in der Hand und dicken Socken an den Füßen schlurfte ich zu meinem Adventskalender und öffnete das 13. Türchen. Ein freundlich dreinschauendes Schaukelpferd mit wilder Mähne und goldenen Hufeisen blickte mir entgegen. Ich lächelte, trank einen großen Schluck Kaffee und setzte mich zurück an den Wohnzimmertisch, um konzentriert zu arbeiten. Gegen 14.30 Uhr klappte ich den Laptop wieder zu, räumte den Tisch leer und begann, alle meine Bastelutensilien auszubreiten. Ich hatte allerlei Motivscheren, bunte Pappe und Papier in Hülle und Fülle, diverse Glitzerklebestifte, Filzer in allen erdenklichen Farben, weihnachtliche Sticker, Washi-Tape, Geschenkband und Wackelaugen besorgt, außerdem leere, weiße Papiertüten, die ich gemeinsam mit Ellie verschönern wollte. Gerade als ich zwei Tassen Kakao ins Wohnzimmer trug, klingelte es an der Tür. Ich stellte die Tassen ab und öffnete. »Hallo, ich habe noch ein paar Freunde mitgebracht«, hörte ich Ellies glockenhelle Stimme. Neben sich hatte sie eine Tüte voller Stofftiere gestellt, die gespannt mit ihren Knopfaugen in meine Wohnung starrten. Ich musste lachen. »Na dann, hereinspaziert, schön euch kennenzulernen«, begrüßte ich Ellie und ihre Kuscheltiere. Sie hatte ihre Hausschuhe schon an und stapfte so selbstbewusst in meine Wohnung, als würde sie hier wohnen. Die Tüte schleifte sie hinter sich her. Zielsicher steuerte sie das Wohnzimmer an, schaute sich um, gab Kommentare wie »Schön eingerichtet«, »Mann, bist du ordentlich« und »Ich liebe diese Wandfarbe von sich«, als wäre sie eine kleine Version von Tine Wittler. Danach begann sie, ihre Kuscheltiere auf meine Couch zu setzen. Dabei hatte sie eine genaue Sitzordnung vorgesehen. Ganz links saß die Giraffe, die mit ihrem langen Hals alle anderen Tiere überragte. Daneben saß ein ausgewaschener Teddybär, ein dickes Nilpferd, eine kuschelige Ente, eine Schildkröte und ein blauer Elefant. Als ihre Freunde es sich auf der Couch bequem gemacht hatten, setzten wir uns an den Tisch und ich erzählte ihr von meinen Plänen. »Ich dachte, es wäre schön, wenn wir ein paar Geschenktüten selber machen. Hast du Luft darauf?«, fragte ich sie. »Natürlich! Darf ich ganz viel Glitzer benutzen?«, fragte sie mich mit einem wilden Funkeln in den Augen. »Du darfst machen, was du möchtest«, erlaubte ich ihr und fragte mich, ob ich das noch bereuen würde. Ich staunte immer wieder darüber, wie viel so junge Kinder schon konnten. Ellie schnitt routiniert fast runde Kreise aus, der roten Pappe aus, um eine Rudolf-Tüte zu basteln, klebte die großen Wackelaugen fest, nur bei dem Geweih half ich ihr ein bisschen. Mit einem dicken, schwarzen Filzstift malte sie einen freundlichen Mund auf, wobei sie konzentriert ihre Zungenspitze zwischen die Lippen steckte. Sie kippte ordentlich Glitzer auf die Tüte, nachdem sie großzügig Klebstoff auf einigen Stellen verteilt hatte. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich die nächsten Jahre immer wieder Glitzer in meiner Wohnung finden würde, aber das war mir egal. Es war so schön zu sehen, wie viel Spaß Ellie hatte. Sie bastelte noch einige Tüten, unter anderem eine Tüte, die sie mit einem großen, bunten Weihnachtsbaum aus grüner Pappe beklebte. Ich selbst hatte auch Freude daran, die Geschenktüten zu verzieren, Namensschildchen zu basteln und Ellie dabei zu lauschen, wie sie ihren Kuscheltieren genau erklärte, was sie machte. Sie würde eine wahnsinnig tolle große Schwester für die Zwillinge werden. Während ich Ellie dabei half, einen Pinguinkörper aus schwarzer Pappe auszuschneiden, sang Jessie J melodisch Man with a Bag aus meiner Bluetooth-Box. Wir futterten jede Menge Kekse, Spekulatius und tranken einen Kakao nach dem anderen. Nach über 3 Stunden schaute ich erschrocken auf die Uhr. Ich hatte versprochen, Ellie spätestens um 18 Uhr nach Hause zu schicken. Zum Glück war sie gerade dabei, die letzte Tüte zu bekleben. Einige Minuten später sammelte sie all ihre Stofftiere ein, setzte sie vorsichtig in die Tüte und ich versprach ihr, die Geschenktüten für sie aufzubewahren, bis sie getrocknet waren. Ich brachte Ellie nach oben, entschuldigte mich bei ihrem Vater für die Verspätung, aber er winkte nur lächelnd ab. »Macht doch nichts, Hauptsache ihr hattet eine schöne Zeit!« Er gab seiner Tochter einen liebevollen Kuss auf den Scheitel, wir verabschiedeten uns und ich ging zurück in meine Wohnung, die mir ziemlich leer vorkam, jetzt wo Ellie weg war. Ich räumte auf, versuchte den Großteil des Glitzers mit dem Staubsauger einzusaugen, scheiterte dabei kläglich und fand mich damit ab, ab sofort in einer Glitzerhülle zu leben. Gab schließlich Schlimmeres. Als ich auf mein Handy schaute, hatte ich eine Nachricht von Ina in unserer WhatsApp-Gruppe mit Leo. »Habt ihr Freitag schon was vor?«
Ich checkte meinen Kalender und tippte ein »Nein, was wollen wir machen?« Mein Handy war jetzt auch voller Glitzer. Nach ein paar Minuten kam Inas Antwort. »Filmabend bei mir? Wie wär's mit Weihnachtsfilm?« Ich freute mich und sagte zu. Auch Leo antwortete kurz darauf mit einem »Bin dabei« und ich legte mein Handy wieder weg. Bisher lief der Dezember richtig gut und ich war zufrieden, dass bisher alles, was ich mir an weihnachtlichen Dingen vorgenommen hatte, gut gelaufen war. Meine Gedanken schweiften auch zu Samu. Ina hatte recht, ich hatte mich schon wirklich lange nicht mehr für einen Typen interessiert. Inzwischen war ich desillusioniert genug, nicht davon auszugehen, dass wir uns beim nächsten Mal, wenn wir uns sahen, sofort knutschen in die Arme fielen. Egal, wohin das mit Samu und mir führen würde, ich fand es einfach schön, wieder ein kribbeliges Gefühl zu bekommen, wenn ich jemanden sah.